Dunkle Energie, Raumenergie, Quantenschwingungen. Darüber wird in der Wissenschaft viel diskutiert und heftig diskutiert. Nach und nach erkennt auch die moderne Physik, dass diese Form von unsichtbarer Energie vorhanden sein muss. Umstritten ist nach wie vor die praktische Anwendbarkeit dieser Energie. Darum geht es im folgenden Gespräch. Liebe Zuschauer, ein herzliches Willkommen bei MVTV. Der beste Beweis für die Anwendbarkeit dieser Energie ist der Blick in die Praxis. Du bist jemand, der seit vielen Jahren sehr erfolgreich damit arbeitet. Kannst du uns bitte das dahinterstehende Prinzip erklären? Ja, das Prinzip gibt es in der Physik schon länger. Bekannt ist es durch den Casimir-Effekt. Das war ein Physiker, der nach 1945 behauptet hat, es gibt ein Nullpunktfeld, ja, wo lauter Frequenzen sind, die sich gegenseitig aufheben. Aber dieses Feld ist vorhanden und wenn man jetzt so eine Frequenz rausfiltert, dann entsteht ein Unterschied und diesen Unterschied hat er dann gesagt, erzeugt eine Kraftwirkung. Ja, ja. Ja. Und das ist dieser Casimir-Effekt mit den Platten, wo die Platten dann zusammenstoßen mit Energie aus dem Nichts. Mhm. Den hat man früher als Esoteriker bezeichnet, den Casimir, bis dann der Nachweis erbracht wurde, 10 Jahre später, dass tatsächlich das so ist, wie er es im Effekt beschrieben hat. Und wie konnte der Nachweis erbracht werden? Das waren hochparallele Platten. Mhm. Ja. Und es hat eine Zeit gedauert, bis die Technik soweit war, um diese Platten überhaupt herzustellen. Ja. Und dann hat man hier den Nachweis erbringen können. Ja. Also man kann aus diesem Vakuumfeld, Quantenfeld tatsächlich Energie gewinnen. Der Nachweis ist erbracht. Und auf diesem Funktionsprinzip bauen wir auch unsere Produkte auf. Das heißt, wir bedienen uns dieser Quantenfeld-Energie und setzen das dann um. Welche Anwendungsmöglichkeiten ergeben sich dadurch? Kannst du uns da vielleicht noch ein paar Beispiele nennen? Ja, also die Anwendungen sind sehr umfangreich, weil, wie man weiß, alles besteht aus Schwingungen. Ja, Einstein hat es schon erkannt mit seiner Weltformel, Energie ist Masse mal Lichtgeschwindigkeit zum Quadrat und auch, dass alles Schwingung ist. Mhm. Und wenn alles Schwingung ist, und man kann Schwingungen auskoppeln und rausfiltern und benutzen, dann kann man natürlich auch alles verändern, weil wenn alles schwingt, dann ist es mal so. Ja, ja. Ja. Und die Anwendungen sind vielfältig. Also begonnen hat es im medizinischen Bereich. Meine Geschäftspartnerin, die das entwickelt hat, kommt aus dem Bereich. Da gibt es auch die Energiemedizin oder Schwingungsmedizin. Sehen wir auch in der Homöopathie natürlich sehr umstritten, weil man kann ja chemisch nichts messen. Mhm. Aber wenn Tiere dann wieder gesunden, dann ist das natürlich der Placebo ausgeschlossen. Richtig, das ist dann auch der konkrete Nachweis in einem solchen Fall. Genau, richtig. Ja. Und diese Schwingungen gibt es dann auch in der technischen Anwendung, wo man Schwingungen nutzbar machen kann. Mhm. Und das haben wir gemacht. Bekannteste Produkt, schauen wir uns nochmal an, das ist der Treibstoffsparer, mhm. ja, wo wir Schwingung einfach auf den Treibstoff gehen, dass hier Ketten besser zerfallen und besser verbrennen. Also das kann man universell einsetzen und wir haben inzwischen 30 Anwendungen daraus gemacht. Ja, in den vergangenen Sendungen haben wir von Pflastern auf Rücken und auf Gelenken beispielsweise berichtet. Was hat es damit auf sich und was habt ihr inzwischen in dem Bereich Neues am Start, sage ich mal etwas salopp? Ja, also Rücken, da haben wir so Pflaster für den Rücken und die klebt man hinten im Beckenbereich auf und über die Schwingung, die übertragen wird, schwingt sich die Wirbelsäule wieder frei und richtet sich auf. Ja. Also wenn du da vorher Probleme mit hattest, dann bekommst du das mit so einem Pflaster dann wirklich weg. Das bekommt man weg. Ja. Ja. Und das sieht man dann bei den Tieren auch, bei Pferden und anderen Tieren, dass hier die Wirbelsäule sich wieder einschwingt. Mhm. Ist so, die
Jedes Organ hat eine natürliche Schwingung, auch die Wirbelsäule. Und leichte Defekte schwingt die aus, aber schwere Defekte nicht. Und wenn man da mit der Frequenz drauf geht, kommt es in Resonanz und kann sich wieder freischwingen. Vielleicht kennst du das Beispiel mit einer Schaukel und daneben eine andere Schaukel. Und wenn man die zu schaukeln beginnt, irgendwann fängt die zweite Schaukel an mitzuschaukeln. Auch wenn sie nicht angeschubst wird. Auch wenn sie nicht angeschubst wird. Das nennen wir dann Resonanz. Ja? Ja. Und so ähnlich läuft es dann mit der Wirbelsäule. Man gibt da Schwingung drauf und dann fängt die wieder an mitzuschwingen. Und dadurch können sich die Wirbel wieder in die natürliche Position begeben. Ja? Das ist die eine Anwendung. Und die andere, was du gesagt hast, ist Gelenke, Gelenksprobleme. Da geben wir Schwingung drauf, um Zellen bei der Erneuerung zu helfen. Mhm. Zum Beispiel Knorpelmasse kann sich dann wieder aufbauen, wenn man Knieprobleme hat. Ja. Wir haben ja ständig Regenerationseffekte im Körper, nur manchmal gehen die schief. Ja. Da haben die falsche Information und wenn man mit Schwingung die ein bisschen unterstützt, dann geht es wieder in die richtige Richtung und kann sich so regenerieren. Und das, was du gerade in den hochgehalten hast, ist dann ein solches Pflaster, dieses Rote, was du dann in dem Fall einsetzt. Das klebt man zum Beispiel aufs Knie, wenn man Knieprobleme hat oder Hüftprobleme oder Handgelenk. Die meisten haben es in den Fingern, Arthritis, Arthrose. Mhm. Ja. Und dann klebt man das hier auf den Handrücken auf. Mhm. Ja. Und aus dieser, sagen wir, Tape-Idee haben sich dann weitere Anwendungen entwickelt. Ja. Und weil du ja gefragt hast, was haben wir Neues? Neues haben wir, dass wir ein Tape entwickelt haben. Das wird bei Tieren und Affen hier im Bauchbereich aufgeklebt und regeneriert die Bauchspeicheldrüse. Das heißt, jedes Organ hat auch eine Eigenfrequenz und da kann man hier wieder eine gewisse Anregung geben, dass sich das regeneriert. Und das ist jetzt ein neues Produkt. Das schaut pink aus, aber in der Größe von dem, das ist so ein Streifen. Das kommt eigentlich aus dem Taping-Bereich, aber das haben wir als Material genommen, weil es für unsere Zwecke optimal ist, weil man es hier gut im Bauchbereich anwenden kann. Ja, ja. Und da ist es optimal geeignet. Und so sieht die Anwendung aus. Warum werden die Tapes, da hast du schon das ja angesprochen, so völlig problemlos auch für Tiere verwendet? Also wir reden ja jetzt hier über die Anwendung bei Tieren in erster Linie oder nicht in erster Linie, sondern wir reden über die Anwendung bei Tieren. Ist das etwas Besonderes, dass wir jetzt von Tieren reden oder ist das eigentlich was völlig Normales? Also die Physiologie von Tier und Mensch ist sehr vergleichbar, wenn man sich den Aufbau anschaut, Wirbelsäule, Gelenke und so weiter, also da ist eigentlich kein Unterschied, ja. Es ist halt der menschliche Markt mehr reguliert und in alternativer Medizin schwieriger. Ja. Mhm. Aber im Tiermarkt ist das überhaupt kein Problem. Und daher ist die Anwendung natürlich aufs Tier bezogen. Aber das Tiergelenk ist gleich aufgebaut wie das Gelenk beim Menschen. Ja. Also hier ist kein Unterschied. Aber wir haben uns aus diesen regulatorischen Gründen auf Tiere konzentriert. Wenn dann ein Herrchen oder Frauchen das verwendet. Welche Wirkung haben die Diabetes 2 Tapes? Mhm. Ein spezieller Fall nochmal, um den es bei diesen Tapes geht. Wie funktioniert das und was ist da so das Prinzip? Ja, das Prinzip ist so, dass bei Diabetes 2 die Bauchspeicheldrüse nicht mehr richtig arbeitet. Ich muss das mit Tabletten unterstützen, die Insulinproduktion. Und wir helfen eben mit der Frequenz, dass das wieder funktioniert. Ja. Ich habe hier auch ein Beispiel mitgebracht, das man einblenden kann. Das ist ein Proband, der hatte Diabetes. Das ist jetzt so definiert, diese HbA1c-Wert. Wenn der größer als 6% ist, dann sagt man, der hat Diabetes. Wenn er kleiner ist, hat man nicht Diabetes. Kann man lange drüber streiten. Ich wollte gerade sagen, wer hat die 6% festgelegt? Ja, auf jeden Fall, die Grenze wandert immer schneller nach oben. Ja. Ja, aber ich will da nichts unterstellen. Ne? Ja, nein, aber klar. Auf jeden Fall, die wurde festgelegt und
Jetzt hat dieser Proband die Pflaster benutzt über ein halbes Jahr, war knapp unter 10 vom Wert, also weit über die 6 drüber, musste die Tabletten nehmen. Und nach, sagen wir, 9 Monaten war es dann so, dass bei der Blutuntersuchung ein Wert von 5,7 da war. Das ist natürlich kleiner als 6 und damit hat er die Tabletten absetzen können. Das heißt, er ist frei von Diabetes 2 gewesen. Also er hat es einerseits, ich sag mal, geheilt, das Problem ist weg, das Diabetesproblem ist weg und medikamentös muss vor dem Hintergrund dann auch nichts mehr passieren. Genau, der kann Genau. dann die Tabletten absetzen. Ja. Und wir haben andere Fälle von, sagen wir, gibt auch Menschenaffen, die Bananen essen, sie sind auch Süßigkeiten, ne? Und die können das dann wieder essen. Also dann ist auch die Sperre vor Süßigkeiten, die ist dann auch in dem Fall nicht mehr oder ist dann nicht mehr so gegeben oder ist gar nicht mehr vorhanden. Das Ja, kannst du also. im Prinzip ist die Bauchspeicheldrüse wiederhergestellt, aber es ist generell abzuraten, wieder zu viel Süßes zu essen. Das Klar. heißt, wenn man schon eine gewisse, man nennt es Veranlagung hat oder Ja. Neigung, ja, Sensibilität, dann ja. sollte man das nicht herausfordern und sagen, Richtig. so, jetzt, Hau ich da rein. ja, also das muss man Genau. schon den Tierchen dann beibringen, dass nicht mehr so viele Bananen gegessen werden Alles sollen. Ne? klar. Wie viele Packungen benötigt ein Proband in einem solchen Fall, bis das dann wieder im Normbereich alles ist und alles wieder so läuft, wie es eigentlich laufen soll? Ja, es kommt auf die Schwere an. Also natürlich sollte man Diät halten, ja, also Hände weg von Bananen Ja. und Süßigkeiten. Süßigkeiten. Ja. Und unsere Erfahrung ist, dass so circa noch ungefähr 6 Packungen das Problem dann beseitigt ist. Ja. Ja. Und in so einer Packung sind 20 Stück drinnen. Das heißt, ja, ist so ein Zeitraum von einem halben bis dreiviertel Jahr, ist unsere Erfahrung. Kommt darauf an, ob der Proband jünger ist oder älter ist. Ja. Älter dauert es leider länger, das kennt man schon. Normal. Ne? Ja. Und jünger geht es schneller Ja. und kommt auch auf die Schwere an, ja, wo man weggestartet ist von dem Ja. Blutzuckerwert. Ja. Ja. Aber du kriegst es dann, wenn ich das richtig verstehe, gleichwohl in den Griff Ja. und du hast dann anschließend auch mit Diabetes keine Probleme mehr. Genau Ja. richtig, ja. Bei der Anwendung, was muss da noch beachtet werden? Worauf muss der Proband aufpassen, dass er das dann auch so wirkungsvoll ein- und umsetzt, dass wirklich die Erkrankung dann, ich sag mal, verschwindet oder weg ist? Ja, prinzipiell ist zu sagen, dass die Probanden immer glauben, je mehr man nimmt, umso besser ist es. Aber das ist nicht so. Ich sage immer, wenn jetzt Tabletten verschrieben werden, wo 10 Stück drinnen sind und es wird gesagt, eine am Tag und der sagt, na, das kürze ich ab, ich warte nicht 10 Tage, sondern nehme gleich alle 10, dann geht es in die falsche Richtung. Das heißt, Richtig. der Körper braucht immer so einen Wirkimpuls, muss Ja. damit arbeiten und darum haben wir bei diesen Anwendungen zweimal in der Woche für 4 Stunden wird es aufgeklebt und das reicht. Also mehr hilft nicht mehr. Es ist eigentlich wie bei anderen Sachen auch, also viel hilft nicht viel, Ja. sondern du musst es dann auch, ich sag mal, ein Stück weit strecken, damit die Wirkung dann auch optimal einsetzen kann. Genau, richtig, Ja. ja. Du hast jetzt von den Packungen geredet, die da eine Zeit lang benutzt oder eingesetzt werden müssten. Was musst du denn finanziell damit in Anschlag oder in Veranschlagung bringen, um damit was zu erreichen? Was musst du ausgeben? Wie sieht der finanzielle Part in dem Fall aus? Ja, also so eine Packung mit 20 Stück kostet 150 Euro. Und wenn man jetzt 6 Packungen rechnet, ja, jetzt bräuchte man Taschenrechner, 6 mal 150, ja, das ist wahrscheinlich nur, 800. ja, du Ja. bist schneller. Alles gut. Ja, und das ist eigentlich, weil es über die Zeit gestreckt ist, finanziell überschaubar. Ja, auch wenn man das Ergebnis dann sieht, was man dafür bekommt. Also wenn du das ausgibst und dann ist das Problem, das medizinische Problem und
die Probleme, die du damit gesundheitlich hast, wieder erledigt, dann ist es natürlich klar, erstmal eine Menge Geld, aber letztendlich unterm Strich, wenn du überlegst, was da sonst noch an Folgemedikationen passieren könnte, wenn du das anders angehst, eigentlich gar nicht so viel. Ja, es ist halt immer die Einstellung, wenn man jetzt für das Tier natürlich irgendwas verschrieben kriegt von einem Tierarzt, ne, das ist immer billiger, aber im Endeffekt geht es ja darum, wieder hergestellt zu werden Ja. und das muss einem schon ein bisschen was wert sein. Ne? Naja, das ist richtig. Es kann natürlich sein, dass du wirklich da bei einem Arzt vielleicht etwas im Moment etwas günstiger davon kommst, aber ist denn das dann auch wirklich eine dauerhafte Lösung, wenn du jetzt mit Medikamenten arbeitest oder mit irgendwelcher chemisch-synthetischen Medizin? Ist das etwas, wo du dann unterm Strich günstiger, also auch vom medizinischen, vom gesundheitlichen Erfolg damit davon kommst, oder verschleppst du nicht nur einfach das Problem und das Thema? Ist auch ein Thema der eigenen Wertschätzung, Ja. ja. Wie viel ist man sich selber wert? Ja. Richtig. Habe ich noch was Wichtiges vergessen? Müsste man zu dem ganzen Bereich noch eine Anmerkung oder eine Ergänzung machen, nicht, dass wir jetzt hier auseinandergehen und du sagst, hättest du mal das gefragt? Ja, vielleicht nur in der Anwendung. Also es kann Ja. auch in der Dusche getragen werden, ja. Also wenn das Tier Ja. abgeduscht wird, ist kein Ja. Problem, das bleibt haften und wirklich die Anwendungszeiten einhalten. Und es gibt immer wieder welche, die sagen, na, das lasse ich jetzt 2 Tage drauf. Es ist schon wichtig, dass das wieder runterkommt und der Ja. Körper dann mit der Information arbeitet. Also wie immer bei wirklichen echten medizinischen Produkten musst du die Anwendungszeiten und das Regelwerk beachten, denn da haben die sich was bei gedacht, die das entwickelt haben. Und deswegen eben dann auch mal, wenn die Zeit vorbei ist, runternehmen und wirken lassen und dann nach einer entsprechenden Zeit meinetwegen es nochmal draufkleben, aber eben auch nicht übertreiben. Das Ja. also, das ist, wie du vorhin gesagt hast, wenn man irgendeine Erkrankung hat und dafür hat man ein Medikament und dann habe ich eine Packung mit 12 oder mit 15 Medikamenten und denke, naja, also viel hilft viel und ich nehme die 15 auf einmal, dann ist das nicht unbedingt der richtige Weg. Genau, richtig. Ich will noch eins, das ist mir aufgefallen bei vielen Kunden, ja, die haben mit diesen Pflastern wirkliche Probleme in der Anwendung. Und das möchte ich noch herzeigen. Es ist sensationell. Ich habe wirklich Kunden, die haben das Papier geteilt und dann gesagt, es klebt nicht. Ja. Also das nimmt man hier an der Ecke, ja, und dann zieht man es ab. Also ich hätte es nicht für möglich gehalten, dass man das weiße Papier auch noch spalten kann. Ja. Ach so, das Papier geteilt. Ja. Jetzt habe ich dich verstanden. Ja, Alles genau. klar. Also das wollte ich noch Ja, sagen. ja. Also das nimm mal an der Ecke und löst es dann ab. Genau bei diesen länglichen ist es auch so. Ja? Also manche sagen, warum klebt es nicht? Das ist ein Trägermaterial und von dem muss man es runterlösen. Richtig. Und das Papier ist nicht der Klebestoff. Genau. Alles klar. Okay, ich sage ein herzliches Dankeschön. Ein informatives Gespräch und auch ein hilfreiches Gespräch mit hilfreichen Informationen. Und dafür, ja, einfach nochmal ein herzliches Ja, Dankeschön. danke, Michael. Liebe Zuschauer, ein herzliches Dankeschön für das Interesse und die Aufmerksamkeit. Ich freue mich auf eine nächste Sendung und sage wie immer Tschüss und auf Wiedersehen bis zum nächsten Mal bei MVTV.